Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 5. November und es ist Sitzungswoche im Bundestag. Und wie diese Woche verlaufen wird, was besprochen wird, darüber rede ich heute mit meinem Gast Hartmut Ebbing von der FDP. Herzlich willkommen. Guten Abend. Was tut sich diese Woche? Man guckt doch jetzt erstmal auf die CDU, dann guckt man auf die SPD. Bayern und Hessen ist vorbei, ja, die CDU hat die Regierung gebildet, das Thema ist schon weg. Aber was diskutiert man denn heute? Wie war das denn heute den Tag? Ist das ein Thema, wer wird Nachfolgerin von Merkel? Wie beeinflusst uns das in der FDP? Worauf müssen wir uns einrichten? Ist das vielleicht ein neuer Partner oder doch nicht? Können wir mit dem Merz oder vielleicht mit der Frau Kamp-Karrenbauer? Alles viele Themen. Würde ich jetzt gerne mal von Ihnen hören. Sie haben ja auch alles schon angesprochen. Genau das diskutiert man. Und das ist natürlich Thema auf den Fluren, in den Büros und auch natürlich, wir diskutieren ja auch nicht nur innerhalb der Fraktion, sondern auch mit anderen Fraktionskollegen. Die Unruhe ist, glaube ich, ist sehr stark, gerade in der CDU-Fraktion. CDU-CSU-Fraktion ist es stark. Wir haben ja im Grunde genommen eine gespaltene Fraktion. Das hat man ja gesehen bei der Wahl des Nachfolgers von Herrn Kauder. Und dadurch, dass Frau Merkel angekündigt hat, dass sie doch nicht mehr antreten möchte als Parteivorsitzende, wissen wir ja auch, positionieren sich jetzt die Nachfolger. 12 gibt es inzwischen, entnahm ich heute Morgen den Zeitungen. Ja, das habe ich auch. Haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, was ist das denn? Ja, aber es ist halt so, wenn so ein Posten verteilt wird oder so ein Posten frei wird, dann möchte natürlich jeder auch probieren. Aber ich glaube, tatsächlich sind eigentlich nur 2 oder 3 im engen Gespräch. Und ich glaube schon, dass der Herr Merz ganz gute Chancen hat, denn er genießt ja den Rückhalt von Herrn Schäuble, wie man zumindest lesen kann. Ich weiß es auch nicht direkt, aber und von daher. Manchmal habe ich den Eindruck, wir erleben gerade so eine neue Fake-News-Periode. Alle streuen irgendwo was hin und mal sehen, wie das Echo zurückkommt. Ja, das wird keiner ja modern. Weiß genaues nicht. Das wird ja auch modern, aber ich glaube schon. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir die Zeitenwende einleiten, was ja nicht schlecht ist für Deutschland. Ja. Denn ich glaube schon, vielleicht für die FDP auch ganz gut. Vielleicht kriegt sie wieder einen Koalitionspartner. Naja, zumindest glaube ich, dass wenn an der Spitze der CDU, CSU eine andere Person steht, dass dann auch Herr Lindner einfach gesprächsbereiter ist. Es ist der wirklich ja eins der Probleme gewesen, dass einfach Frau Merkel und Herr Lindner einfach persönlich gar nicht so richtig den Draht gefunden haben. Aber die nächste Wahl zum Bundeskanzler ist, wenn nichts dazwischen kommt, auch erst in 3 Jahren. Wir können eine Wette abschließen. Wir können eine Wette abschließen. Na gut, ich denke schon, dass zwar wir Bundestagswahlen sicherlich erst in 3 Jahren haben, aber ich habe das Gefühl, dass Frau Merkel möglicherweise schon ihre letzte Weihnachtsrede halten wird. Dann müsste ja am Bundestag ein neuer Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin gewählt werden. Die Frage ist ja dann, und das werden wir dann erst alles diskutieren, wir ticken das nur mal so an, ja, ob die SPD da mitmacht. Warum soll ich denn mitten in der Periode jemanden wählen zum Kanzler, der sich denn heiß läuft und in der Wahlschlacht, die dann darauf folgt in 2 Jahren, ja, hat er sich warm oder die warm gelaufen und die SPD kommt wieder dumm rein. Das wäre doch ganz völlig unlogisch. Ja, aber ist Politik logisch? Ja, gut, die Frage beantworten dann, wenn dieses Verhältnis eintrifft. Gehen wir mal in die aktuelle Woche. Sie sind ja Kulturausschuss und letztes Mal, als Sie hier waren, haben Sie gesagt, mit der Wippe, das gefällt Ihnen alles nicht so, wie das ist. Und nun ist die Wippe diese Woche wieder auf der Tagesordnung. Ich meine, wir sprechen vom Einheitsdenkmal. Ja. Am Freitag haben wir 9. November, einen großen Festakt. Ja. Ja, überall wird gedacht des 9. November, nicht nur Mauerfall, sondern Pogrom, Revolution und was alles am 9. November war, vor 70, vor 100, vor 30, vor 29 Jahren. Und man wird sich immer noch nicht einig über die Wippe, das Einheitsdenkmal. Ja, ja und nein. Also es ist ja so, dass letztendlich formal gesehen alle Zeichen auf grün stehen, sie kann gebaut werden jetzt formal. Wir haben, aber Sie wollen sie doch gar nicht. Ich persönlich halte es immer noch nicht für den richtigen Ort, denn wir haben darüber gesprochen,
Die Fassade des Humboldt-Forums ist ja mit Spendenmitteln gebaut worden, nachgebaut worden, barocke Fassade. 80 Millionen Euro sind an Spenden. Sieht mit inzwischen den, ganz hübsch aus, muss ich sagen, wo das Gerüst weg ist. Ja, sieht sehr gut, sieht sehr schön aus, finde ich. Ist auch von der Platzierung sehr schön. Und wenn man mal von der Bauakademie steht, davor steht und in Richtung Schloss guckt, dann kann man wirklich das Schloss in seiner wirklich vollen Schönheit sehen, auch mit der Fassade. Wenn jetzt dieses Einheitsdenkmal direkt vor das eine Portal gestellt wird, dann kann man das Portal halt nicht mehr sehen. Man sieht also nur noch das Einheitsdenkmal. Ich gestehe den damaligen Entscheidern zu, dass man noch nicht wusste, wie das Schloss aussehen soll und man eigentlich gar nicht die Dimensionen kannte. Aber Tatsache ist, dass wenn dieses Einheitsdenkmal vor das Schloss gebaut wird, dass das Schloss verdeckt wird. Und wie wir alle wissen, wir können ja viele Sachen morgen wieder anders entscheiden. Wenn einmal so ein Denkmal gebaut ist und steht, dann steht das wahrscheinlich für 100 Jahre. Und deswegen denke ich mir, dass wir nochmal drüber nachdenken sollten. Und das tut jetzt überraschenderweise am Freitag, also die AfD hat einen Antrag eingestellt in den Bundestag, der am Freitag diskutiert werden soll. Was natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich heißt, dass wenn die AfD einen Antrag einbringt, dass dann natürlich die Diskussion abgebrochen wird und klar sich die anderen Parteien gegen die AfD positionieren und damit wahrscheinlich das Gegenteil eintritt, was ich jedenfalls gerne möchte, nämlich dann wird das Denkmal gebaut, weil die AfD es nicht haben möchte. Sie sagen, es geht in Wirklichkeit jetzt bei Ihnen nur um den Standort. Das Einheitsdenkmal ist beschlossen, das wird also gebaut. Aber der Standort, ist der auch fix? Also ist der Standort ist eigentlich kann man mit daran gar nicht mehr rütteln? Naja, man kann schon rütteln. Wie gesagt, es ist ein Bundestagsbeschluss und diesen kann man natürlich auch wieder revidieren. Es sind ja noch gar nicht viel Kosten entstanden. Man hat ja zwar die Ausschreibung sozusagen hinter sich, dafür sind auch die Wettbewerbs sozusagen Gebühren oder Honorare ja auch bezahlt worden, aber es ist ja noch gar nichts an sonstigen Kosten entstanden. Also man kann durchaus rein, was die Kosten angeht, durchaus sagen, wir entscheiden uns jetzt für einen anderen Standort. Ja, dann kämpfen Sie mal dafür. Was soll das Ganze kosten? 50 Millionen? Nein. eingesetzt sind, glaube ich, jetzt 17 Millionen. In den, 17 Millionen? Ja, in den Haushalt. Teures Denkmal. Ja. Wir haben, habe ich schon gesagt, Freitag, 9. November. Und da geht einem ja so viel durch den Kopf, alles, was mal beschlossen wurde im Bundestag und viele Dinge, an die man nicht mehr denkt, nämlich Raubkunst. Das jährt sich auch dieses Jahr ein Datum, ja, wo man eigentlich länger drüber nachdenken sollte. Vor 20 Jahren wurde was beschlossen über die Raubkunst? Ja, es gab eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den Ländern, also weltweit, die aussagt, dass die öffentlichen, dass alle Museen verpflichtet werden sollen, öffentliche Bestände durchzuschauen nach Raubkunst, also nach Kunst, die in der NS-Zeit sozusagen mehr oder weniger den jüdischen Familien enteignet worden ist, durchzuschauen und dann entsprechend wieder den Berechtigten zurückzugeben. Das ist jetzt 20 Jahre her, die sogenannte Washingtoner Erklärung. Passiert ist nicht viel, zumindest ist in Deutschland nicht viel passiert. Man hat eine sogenannte Limbach-Kommission einberufen, die... Nach Jutta Limbach, die ja, genau, Präsidentin die, des Verfassungsgerichts. Exakt, sie war die erste Vorsitzende. Und dieser, Berliner Justizsenator. Genau, wir kennen sie alle in Berlin. Leider ist nicht viel passiert. Leider sind in den 20 Jahren nur 15 Fälle bearbeitet worden, noch nicht mehr endgültig bearbeitet worden. Und man schätzt, dass wir noch mehrere tausend Kunstgegenstände in den öffentlichen Museen, in den Depots hat. Das kann so nicht weitergehen. Wir haben mehr als 70 Jahre nach Kriegsende. Warum das nicht funktioniert? Warum, wenn man die in den öffentlichen Museen hat, die hat man ja, dann hat man da auch eine Liste, woher das kommt. Naja, also erstens sind die Listen noch nicht vorhanden. Also die Museumsdirektoren, die sagen tatsächlich, sie wissen nicht, was in ihren Depots alles enthalten ist. Das
mag so sein oder mag nicht so sein. Die Direktoren wissen nicht, was bei Ihnen in den Depots lagert. Exakt, genau. Das sagen mir nicht nur einer, sondern mehrere Museumsdirektoren sagen das ganz, ganz offen und ganz frei, dass sie nicht wissen, was an Gegenständen in ihren Depots sind. Teilweise sind die Depots, die seit dem Kriegsende nicht mehr zugänglich sind oder auch gar nicht geöffnet worden sind. Man weiß wirklich nicht, also zumindest ist das die Aussage, was denn in diesen Depots alles vorhanden ist. Es gibt auch so die Dokumentationen sind teilweise unvollständig, teilweise sind sie noch gar nicht bearbeitet worden. Also das ist das eine Thema. Also es soll so sein, dass die Depots die Depots die große Unbekannte sind. Also das wäre das erste Thema, dass man natürlich die Depots öffnen müsste und sozusagen archivieren soll und muss. Dafür haben wir gesagt, also wir haben als von der FDP einen Antrag eingebracht in den Bundestag zur Reform dieser ganzen Limbach-Kommission, sodass wir hoffen, dass wir wenn die Reform greift, dass tatsächlich wir auch in der Frage... Ich habe eine ganz naive Frage. Man kann doch einen Direktor fragen, was hast du im Depot und jetzt gebe ich dir 2 Monate Zeit und dann legst du uns eine Liste vor. Ja, das kann man machen. Ich denke, könnte man gemacht haben. Vielleicht reichen nicht 2 Monate aus, sondern je nach Größenordnung des Museums. Ja, man braucht ja nicht 20 Jahre. Man braucht auf keinen Fall 20 Jahre. Ich denke, der Wille muss da sein. Der Wille muss da sein, tatsächlich sich zu öffnen. Ich finde, öffentliche Museen sollten den Willen auf alle Fälle haben, der Öffentlichkeit zu zeigen, was sie haben. Jetzt mal nach in einer kurzen Werbepause, woran das liegt, ob an dem fehlenden Willen oder woran auch immer, denn das ist ein heikles Thema. Es ist nämlich auch sehr viel in Berliner Museen, was vielleicht mit dem Fragezeichen versehen werden könnte. Kurze Werbepause, dann sind wir wieder da mit Hartmut Ebbing, heute in der Sendung aus dem Bundestag, 5. November. Bis gleich.